54 Grad 0 Minuten und 0 Sekunden Nord und 8 Grad 10 Minuten und 40 Sekunden Ost. Das war die Position des Feuerschiffes Elbe 1, ein weit vorgeschobener, gefährlicher Posten in der Elbmündung. Über 50 Mal wurde die Elbe 1 von ein- oder auslaufenden Schiffen gerammt, bevor sie 1988 eingezogen wurde. Heute liegt das technische Baudenkmal als Museumsschiff an der Innenkante der berühmten Alten Diebel und ist für jedermann zu besichtigen. In den Sommermonaten werden mit dem Schiff Fahrten nach Helgoland, Bremerhaven und Hamburg unternommen. Selbst die Cuxhavener Patenstadt Wann in der Normandie hatte bereits Besuch von dem Roten Botschafter unserer Stadt. Ein ganz besonderes Erlebnis ist eine Fahrt mit dem schwimmenden Leuchtfeuer in den Nordostseekanal nach Rendsburg. Von der Alten Diebel führt die Fahrt elbaufwärts, vorbei an dem ehemaligen Amerika-Bahnhof, dem Stäubenhöft. Hier wurden im Sommer 2019 über 1 Million Tonnen Wasserbausteine aus norwegischen Steinbrüchen von Anlieferschiffen auf Baustellenschiffe verladen, welche hier an der Stromkaje liegen. Von der Wasserseite aus sind die riesigen Ausmaße der für die Offshore-Windkraftanlagen gebauten Hallen von Ambau, Siemens und Nordmark deutlich zu erkennen. Vorbei an dem Leuchtturm Dicke Bertha und dem alten Brucher Hafen passieren wir schon nach kurzer Zeit eine Wasserbaustelle. Hier werden im Zuge der umstrittenen Elbvertiefung Unterwasserdämme mit den am Stäubenhöft umgeschlagenen Steinen errichtet. Es entsteht eine riesige Wanne für Baggergut aus der Elbe. Vor der Schleuse in den Nordostseekanal heißt es erst einmal warten, denn Berufsschiffe haben grundsätzlich Vorfahrt.
Und auch der von Hamburg nach Rendsburg fahrende Dampfeisbrecher Stettin hat Vorfahrt, denn geschleust wird immer schön der Reihe nach. Das Lotsenversetzboot Dithmarschen verlässt den Vorhafen der Schleusenanlagen und bringt den vorgeschriebenen Kanallotsen an Bord. Sobald die Signalmasten vor der Schleuse mit grünem Licht die Einfahrt freigeben, geht es in die Schleuse des 1895 von Kaiser Wilhelm II. Eröffneten Kanal. Je nach Wasserstand in der tidenabhängigen Elbe und der Fahrtrichtung werden passierende Schiffe angehoben oder abgesenkt, um auf den Wasserstand des Kanals gebracht zu werden. Die Hub- oder Senkhöhe kann dabei mehrere Meter betragen. Im Nordostseekanal betreibt die Brunsbüttel Ports GmbH den Ölhafen und den Hafen Ostermoor. Es werden mit mehr als 10 Umschlagbrücken überwiegend Flüssiggüter wie Rohöl, Chemikalien und Mineralölerzeugnisse umgeschlagen. Die 1983 eröffnete 44 Meter hohe Hochbrücke der Bundesstraße 5 gehört mit 2831 Meter Länge zu den längsten Brücken in Deutschland. Mit rund 30 Meter Höhe passt unser Feuerschiff locker unten durch, auch wenn es von Bord aus recht knapp aussieht. Unmittelbar hinter der Brücke ist von der eben noch dominierenden Öl- und Chemieindustrie nichts mehr zu sehen. Ebenfalls nicht zu sehen ist die mit 3,45 Meter unter dem Meeresspiegel liegende tiefste Landstelle Deutschlands, die sich steuerbords hinter der Uferbüschung versteckt. Der Nordostseekanal gilt mit rund 30.000 Schiffsbewegungen pro Jahr als die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt. Schiffe aller Art passieren täglich den Kanal. Containerschiffe und Kreuzfahrtschiffe, Segelboote und Motorboote und viele historische Schiffe nutzen den Kanal als kürzeste Verbindung zwischen Nord- und Ostsee. Beide Ufer sind mit befestigten Wegen ausgestattet und locken Radfahrer, Angler und Wohnmobilisten. Die zahlreichen Fähren über die künstliche Wasserstraße sind von den Verkehrsteilnehmern kostenlos zu benutzen. Angeblich ein Versprechen des Kaisers, welches bis heute Bestand hat. Für die Kosten des Fährbetriebs und die Instandhaltung der Fähren kommt der Bund auf. Und mehr noch, auch die Kosten für die Instandhaltung der Eisenbahnbrücken werden aus dem Bundeshaushalt bezahlt. Besonders spektakulär ist die 1920 eröffnete Eisenbahnbrücke bei Hochdonn. Die Durchfahrtshöhe beträgt 42 Meter. Die Länge der Brücke
etwas mehr als 2,2 Kilometer. Fast 15.000 Tonnen wiegt die durch rund 5 Millionen Nieten zusammengehaltene Stahlkonstruktion. Die für die Konservierung zu streichende Fläche beträgt unvorstellbare 22 Hektar. In Höhe der 1989 fertiggestellten Autobahnbrücke der A7 bei Hohenhörn begegnet uns der 1905 erbaute, dampfbetriebene Seitenraddampfer Freier mit seinen hohen, in Naturfarben belassenen Holzaufbauten. Selbstverständlich begrüßen sich zwei Museumsschiffe mit dem Signalhorn. Ohren zu bitte! Etwa auf halber Kanalstrecke befindet sich die Lotsenstation Rüsterberge. Hier werden die Lotsen gewechselt. Das heißt, jeder Lotse begleitet die Schiffe entweder auf der Strecke Kiel-Rüsterberge oder auf der Strecke Brunsbüttel-Rüsterberge. Zu speziell sind die Anforderungen auf den jeweiligen Kanalabschnitten, trotz der aufwendigen Verkehrszeichenanlagen. Wir erreichen Rendsburg und damit das vorläufige Ende der Kanalfahrt unmittelbar nach der Stettin und dem Museumsschiff Gräundiek, welches schon am Landeshafen kurz vor der zweispurigen Eisenbahnhochbrücke von Rendsburg festgemacht haben. Eine interessante Reise geht zu Ende und viele Eindrücke werden bleiben. Thank you.